Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat gerade auf seiner Ukraine-Reise verkündet, dass diese langfristig zur NATO gehöre. Und da stellen sich einzelne NATO-Mitgliedstaaten jetzt die Frage, aha, ist das wirklich so sinnvoll? Sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ich muss sagen, als ich dieses Video hier von Jens Stoltenberg heute Morgen auf Twitter gesehen habe, da bin ich aus dem Staunen kaum mehr rausgekommen. And all NATO allies have agreed that Ukraine will become a NATO member. But the main focus now is of course on how to ensure that Ukraine prevails. Hier sagt er also, dass alle NATO-Mitgliedstaaten sich darüber einig sind, dass die Ukraine zur NATO gehört. Das hat mich gewundert, weil ich nämlich neulich ein interessantes Podcast-Interview mit Viktor Orban, dem Präsidenten von Ungarn, gesehen habe, wo er ziemlich differenziert eben auch über die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Länder und so weiter auch innerhalb der NATO gesprochen hat. Er hat nämlich dort gesagt, dass die USA sehr weit weg von diesem Konflikt ist, also rein geografisch gesehen, und dass beispielsweise ein Land wie Ungarn, welches sich ja in unmittelbarer Nähe von diesem Krieg auch befindet, eben ganz andere Interessen auch haben kann als jetzt zum Beispiel die USA. Und somit war seine Reaktion auch auf das Statement von Jens Stoltenberg gerade folgende. What? Scheinbar ist es also nicht so, dass sich alle NATO-Mitgliedstaaten hier direkt einig sind darüber, dass die Ukraine jetzt in die NATO kommt. Und zum aktuellen Zeitpunkt wäre das natürlich auch völliger Wahnsinn, weil das nichts anderes als den Dritten Weltkrieg bedeuten würde. Und das kann wirklich in keinem Interesse von irgendeinem Land dieser Welt sein. Aber Ungarn ist potenziell nur ein Land, welches sich hier querstellen könnte. Ein weitaus wichtigerer NATO-Mitgliedstaat ist nämlich die Türkei. Die Türkei hat nämlich nach den USA die meisten aktiven Soldaten innerhalb der NATO. Das bedeutet, für diese militärische Allianz ist die Türkei tatsächlich eines der wichtigsten Länder überhaupt, einerseits militärisch, andererseits eben auch aufgrund seiner geografischen Lage und aufgrund seines Einflusses natürlich auch eben, was diplomatische Beziehungen und so weiter geht, ein ganz wichtiger Vermittler auch in potenziellen Konflikten und so. Und hier sieht es natürlich aktuell komplett nicht so aus, dass sich jetzt Erdogan und die Türkei irgendwie stark machen würden für einen NATO-Beitritt der Ukraine. Ich meine, er hat ja gerade eben erst ein neues Kernkraftwerk eröffnet. Und wer war der Special Guest dort? Kein geringerer als Wladimir Putin. Und ich glaube nicht, dass hier also an dieser Stelle aktuell die Türkei, die sich ja sogar schon beim Beitritt von Finnland und so sehr lange gesträubt hat und quergestellt hat, jetzt in der aktuellen Situation beispielsweise den Beitritt von der Ukraine hier befürworten würde. Und das ist eben ein ganz interessanter Punkt. Ich glaube, es gibt innerhalb der NATO einfach auch sehr viele verschiedene Interessen, je nachdem, welche Länder zum Beispiel, welche einerseits wirtschaftliche, aber auch politische Beziehungen mit anderen Ländern außerhalb der NATO haben und eben den Ländern, die zum Beispiel auch rein geografisch weiter weg von so einem Konflikt sind. Und ein anderer Punkt ist auch ganz interessant. Und zwar zum einem meiner letzten Videos, wo ich ja gesagt habe, dass die Ukraine tatsächlich sogar Erdöl und so weiter aus Russland kauft und einige Leute gesagt haben, das ist doch kompletter Quatsch. Warum sollte denn Russland als Kriegspartei eben der Ukraine Kraftstoff und Diesel und so weiter verkaufen? Man muss hier Folgendes mal realisieren. Es gibt in so einem Krieg und in den allgemeinen politischen Dimensionen der heutigen Zeit nicht einfach nur eine Kriegspartei oder eine Interessengruppe oder irgendwie nur die Guten und nur die Bösen, sondern es gibt innerhalb auch eines Landes Millionen an unterschiedlichen Interessenskonflikten. Ich zeige euch das mal anhand eines ganz einfachen Beispiels, zum Beispiel Putins Versorger. Das zeigt hier ziemlich interessant, dass scheinbar in Deutschland sogar, ja, wo wir natürlich immer sehr einen auf Moralapostel und so weiter machen, sehr viele Unternehmen die Sanktionen
gegen Russland scheinbar einfach umgehen. Und das sieht man dann auch zum Beispiel hier auch an der Grafik, dass nämlich die Ausfuhren jetzt zum Beispiel, also die deutschen Exporte nach Osteuropa, natürlich jetzt nach Russland dramatisch eingebrochen sind wegen der Sanktionen. Dass aber beispielsweise in solche Länder wie Kasachstan oder Armenien beispielsweise die Exporte rasant angestiegen sind in dem letzten Jahr. Und dass man natürlich hier sagen könnte, es gibt jetzt einfach viele Unternehmen, die so eine Art Umgehungsstraße machen, durch Armenien oder durch Kasachstan und dann in Russland. Und das ist potenziell, steht auch hier im Artikel drin, auch einer der Gründe, warum beispielsweise die russische Wirtschaft nicht komplett zusammengebrochen ist und so wie viele ja vorher falsch prognostiziert haben, weil sie halt immer glauben, wenn wir jetzt beschließen, Sanktionen zu machen, dann wird sich jeder Mensch der Welt und jedes Unternehmen der Welt einfach darauf halten und daran halten. Das, man sieht halt immer wieder in der Praxis, dass die Welt nun mal so leicht und einfach nicht ist, wie manche Leute sie immer darstellen wollen. Und es geht jetzt auch gar nicht darum, was ich persönlich hier irgendwie gut oder falsch oder böse oder richtig oder so empfinde, sondern einfach nur, wie die Realität ist. Und ich meine, es gab ja schon damals einen Präsidenten namens George W. Bush, der so dieses "You're either with us or against us" so ausgeschrieben hat und die Welt eingeteilt hat in gut und in böse. Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. There's no in between. You're either with us or you're with the enemy. That's clear. I will continue to make that clear. Wozu das geführt hat, das hat man dann ja auch im Irak und der völligen Destabilisierung dieser ganzen Region und so weiter gesehen. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit sollte man wegkommen von dem simplen Gedanken, so, wo man sagt, hey, passt mal auf, wir sind uns alle einig und wir stehen stark alle zusammen und wir haben alle dieselben Interessen. Wenn man noch nicht mal tatsächlich realisiert, dass eigene Mitgliedstaaten der NATO und dabei solche wichtigen und mächtigen Länder wie zum Beispiel die Türkei potenziell überhaupt gar nicht sich hier repräsentiert fühlen von so einem Statement von Jens Stoltenberg. Ich glaube, dadurch dramatisiert und verschlimmert man die Lage sogar potenziell, wenn man nicht diese ganzen unterschiedlichen Einflussfaktoren und Interessen und so weiter auch realisiert. Übrigens, was den Namen Bush angeht, kann ich euch auch mal wärmstens dieses Hörbuch hier empfehlen, und zwar Die Bush-Dynastie, Die Gier nach Macht und Geld. Das ist ein wirklich tiefe Analyse der gesamten Bush-Familie, die ja noch weit über jetzt den ersten und auch den zweiten Präsident hinausgeht und einfach unfassbar interessante Enthüllungen enthält, die bis in die Großväterriege reingeht und den Zweiten Weltkrieg und so. Also das ist wirklich sehr spannend. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel so ein Hörbuch sich mal anhört und dann auch die aktuelle Situation mal wahrnimmt, mit all den ganzen unterschiedlichen Interessen und so, dann hört man auf, diese Welt einfach in nur gut und nur böse zu unterteilen. Und dann kann man eben auch im Verständnis von so einem Konflikt ein bisschen weiterkommen.